Ich habe an der FU Berlin studiert. Und zu den Zeiten, ich weiß nicht, ob es ein Repositorium gab, es gab, glaube ich, eins, das nicht auf DSpace lief. Und ich habe an der TU Berlin gearbeitet und dort ein DSpace-Repositorium aufgebaut und meine Diplomarbeit dann einfach als Mitarbeiter und nicht als Student veröffentlicht, weil ich dadurch sichergestellt habe, dass es ein DSpace-Repositorium damals landete. Das hat sich vor vielen Jahren bereits geändert. Die FU Berlin benutzt inzwischen auch DSpace, hat das Refubium im Einsatz. Ich freue mich sehr, dass Herr Sabisch heute hier ist und uns über audiovisuelle Medien an der FU Berlin berichten wird. Herzlich willkommen. Guten Tag, liebe Kollegen und Kolleginnen. Die ganze Arbeit ist nicht, also das ist so ein kleines Projekt oder ja, es hat sich doch ein bisschen größeres Projekt ausge. Ich habe irgendwie einen Hall hier. Ein größeres Projekt ausge. Geändert. Die vier Hauptprotagonisten, nein, drei Hauptprotagonisten und ich, der vortrage, stehen da schon drauf. Also ich als Vortragender, Frau Fritz, Frau Schlegel und Herr Kilgus, wobei Frau Fritz und Frau Schlegel heute hier sind. Falls Sie also sehr spezielle Fragen haben, verweise ich dann auf die Kollegen. Jetzt hoffe ich, dass das, ja. So als Überblick, ich erzähle ganz kurz was über Refubium, also unsere DSpace-Lösung. Das Problem, mit dem wir da konfrontiert worden sind, die Lösung, die wir uns dann ausgedacht haben und deren Umsetzung. Und ich zeige dann noch ein Beispiel und eine Herausforderung, vor der wir noch stehen und gebe dann zum Schluss eine Zusammenfassung. Also damit Sie schon mal so wissen, auf was Sie sich jetzt hier gleich einlassen. Also Refubium, institutionelle Repository der Freien Universität. Pascal hat schon gesagt, es ist ein DSpace, noch auf der Version 6.4. Mit XML-UI, wir haben 2 Terabyte Platz und ungefähr 1 Terabyte Daten. Der Umfang, wir nehmen Dissertationen, Publikationen, Grönland, Goldener Weg, Forschungsdaten, Digitalisate, Monographien. Und jetzt neu, und das stelle ich hier vor, wir nehmen jetzt auch audiovisuelle Medien. So sieht das aus, wenn Sie sich mal bis zu uns verirren. Wie gesagt, die meisten kommen direkt über Google auf die Dokumente. Aber wir haben auch ein schönes Layout gemacht, dank der Kollegen, die für so etwas bei uns in der FU verantwortlich sind. Und Sie sehen auch, dass das ein bisschen anders, also die Kollektionen etwas anders da gegliedert sind als die Dokumententypen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. So, das Problem. An der Freien Universität gab es in einer anderen Arbeitsgruppe den Medienserver der FU seit 15 Jahren im Betrieb. 25.000 Mediendateien unterschiedlicher Formate, das beinhaltet also auch neben Videos auch Audios und dort die ganzen vier verschiedenen Formate, mit denen man Videos und Audios abspeichern und dann wieder wiedergeben kann. Diese ganzen Dokumente oder Objekte kommen aus den unterschiedlichsten Nutzungsszenarien, also das sind nicht nur Veranstaltungsaufnahmen von Vorlesungen oder von öffentlichen Vorträgen, auch die Grußworte unseres Präsidenten findet man dort oder Tutorials und Animationen. Das meiste ist im Open Access. Es gibt einige wenige Sachen, die zugriffsbeschränkt sind, aber es gibt in diesem Medienserver keinerlei Rechtemanagement. Da der glücklicherweise so gut versteckt ist, dass man ihn so einfach nicht findet, wird also diese Zugriffsregelung auf das Zugriffsgesteuerte dadurch geregelt, dass man dann über die geschützten Webseiten, also bei beispielsweise Blackboard oder Wikis, dann auf diese Medien zugreifen kann. Der Medienserver selber ist halt einfach technisch auf das Streamen ausgelegt. Und er ist nicht ausgelegt auf das, was wir eigentlich haben wollen im Open Access, dass man das Zeugs auch wiederfindet. Das heißt, es gibt keine geeigneten Metadaten auf diesem, auf diesem Medienserver. Es gibt keine DOI, damit ist das Zeug auch schwer zitierbar. Weil es keine Metadaten gibt, wird das Zeug nicht wirklich indiziert. Also es gibt bei einem Teil der Dokumente oder bei dem Teil der Dateien gibt es Transkriptionen, die wären dann indizierbar, aber das ist nicht überall der Fall. Ja, und das Problem des Rechtemanagements haben wir hier auch noch. So, mit diesem Problem sind die Kollegen dann auf uns zugetreten, eher so zufällig. Und dann haben wir gesagt, aber da können wir doch was machen. Und wir haben uns dann ausgedacht, was ich hier jetzt beschrieben habe. Wir nehmen Metadaten für diese Medien in Refubium auf. Und zwar so, dass der Mindestdatensatz für die
Vergabe einer DOI erreicht wird. Also mindestens diese Metadaten müssen wir irgendwie zusammenkriegen. Damit können wir eine DOI vergeben und eine URN. Diese Mechanismen kennen Sie alle aus Ihren DSpace-Instanzen. Das ist dasselbe in grün. Aber wir können es einfach. Wir müssen da nichts neu erfinden, sondern nur entsprechend das Zeugs da reinpacken. Wir haben die ganzen Schnittstellen, sodass das bei Robots und bei Base und dem CDI-Index und der IMAG-Unity-Zone und ich weiß nicht, wo immer sonst auffindbar ist. Alles Standard, DSpace-Funktionalitäten, die die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch nutzen. Wichtig ist an dieser Stelle, wir nehmen lediglich die Metadaten in Refugium. Die Mediendateien selber bleiben auf dem Medienserver und wir haben dann zur Verbindung nur einen Link. Das klingt relativ simpel jetzt erstmal, ist aber natürlich trotzdem nicht so ganz einfach. Und vor allen Dingen, wir haben eine ganze Weile über diese Lösung nachgedacht und getüftelt. Und wir nutzen damit weiterhin die Streaming-Fähigkeit des Medienservers. Das heißt, an der Stelle müssen wir erstmal im Moment nichts neu erfinden. Was das jetzt in Refugium bedeutet hat, ist simpel und einfach, wir mussten ein neues Metadatenschema audiovisuell für diese Medien erfinden. Das heißt, wir haben aus unserem großen normalen Schema alles unterdrückt, was sehr bibliothekarisch ist und bei audiovisuellen Medien keine Rolle spielt. Wir haben dabei gleichzeitig sichergestellt, dass wir in irgendeiner geschickten Weise Metadatenfelder haben, die wir auf die DOI-Meldung mappen können. Die sind aber zum Teil ein bisschen anders da belabelt, damit die stärker audiovisuell ausgeprägte Nomenklatur quasi dort wieder herkommt. Wir haben zusätzliche Felder erfinden müssen für die Medieneigenschaften. Wir brauchen zusätzliche Felder für URLs. Wir nutzen weiterhin die Klassifizierungen und die Schlagwortvergabe. Also das, was wir heute Morgen schon mal kurz bei Yannick, den Nachnamen schon vergessen, gesehen haben. Und wir haben zwei neue Publikationstypen eingeführt. Audiovisuell für die Videos und Sound für die Audios. So, darüber hinaus muss man natürlich dann das Ganze ein bisschen kommunizieren. Das heißt, unsere Hilfeseiten mussten angepasst werden, Mitarbeiter ein bisschen geschult werden. Wir haben uns eine ganze Weile, deswegen steht das hier ausdrücklich als Thema, darüber unterhalten, wer ist denn eigentlich dann der Veranstalter oder der Verantwortliche für dieses Medium oder für diese Mediendatei und haben dann uns entschieden, da immer die Freie Universität als den ideellen Gesamtverantwortlichen zu benennen, weil es sind alles Aufnahmen, wo die Rechte auch bei der Freien Universität liegen, also auch wenn wir die im Open Source haben. So. Und dann haben wir natürlich eine zweite Komponente, den eigentlichen Medienserver. Damit auf diesen Medienserver irgendwas draufkommt, muss ein Antrag ausgefüllt werden. Da muss man halt schreiben, dass man da ein bestimmtes Medium drauf haben will. Und man kann wählen, dass dieses Medium erstmal aufgenommen werden muss. Also da hängt dann ein ganzer Workflow dran, damit Medien erzeugt werden, bearbeitet werden, was da sonst noch alles dazugehört. Und diesen Antrag haben wir, das hat in diesem Fall haben das die Kollegen vom Medienserver gemacht, um alle Felder, die wir benötigen, um unsere Metadaten für die DOI-Abgabe und dieses neue Metadatenschema zu generieren, in diesen Antrag mit hineingepackt. Das klingt jetzt erstmal ganz merkwürdig, weil wir werden vielleicht nachher nochmal sehen, wo das natürlich auf Probleme stößt, hat aber den Charme, dass wir die ganzen anderen dahinterliegenden Workflows nicht weiter antasten mussten, sondern jetzt einfach nur hier schon mal etwas haben, mit dem wir weiterarbeiten können. So, jetzt kann die Aufnahme erfolgen. Das Ganze geht dann zurück an das Team des Medienservers. Die bearbeiten diese Mediendatei, laden die in den Medienserver, damit haben sie eine URL und erzeugen dann manuell die URL und die Metadaten als Eintrag in Refugium. Natürlich haben auch die ihre Hilfeseiten entsprechend anpassen müssen, damit klar ist, dass das gemacht wird und dass man das auch verweigern kann. Also wer das nicht machen möchte, kann das lassen, aber wir sind relativ erstaunt jetzt, wir haben das noch nicht lange im Betrieb, also jetzt so 4 Wochen ungefähr, über die Resonanz, die da schon stattfindet. Und wir haben uns schon mal so grundsätzlich darauf geeinigt, dass wir von den 25.000 Dateien, die da schon drauf sind, die wichtigen noch nachträglich bearbeiten wollen. Ich habe hier den wichtigen natürlich schon in Anführungszeichen gesetzt, das ist jedem klar. Es wird dann eine Reihe von Menschen geben, die ihre Dateien für die besonders wichtigen halten und die dann bereit sind, ihre ganzen Metadaten abzugeben. Das ist der
positive Teil. Und dann gibt es natürlich eine Reihe von Dateien, die wir für wichtig halten und wo wir den Leuten mit ihren Metadaten hinterherlaufen werden. Und dann wird es eine dritte Seite dazwischen geben, die fallen dann irgendwann hinten runter. So, also so ungefähr wird sich diese wichtigen Dateien rausnehmen. So, und dann haben wir eine Herausforderung. Ich habe schon mal vor einigen Jahren über unsere Z3950-Schnittstelle berichtet. Wir katalogisieren die sogenannten, selbstständigen Publikationen über Z3950 in den B3CAD. Von dort aus kommt das in unser ALMA, wird dort zu einem Portfolio gemacht und ist dann über unser Primo sichtbar. Und diesen Weg wollen wir auch mit diesen audiovisuellen Dateien gehen. Das heißt, wir müssen eine RDA-konforme Erfassung dieser audiovisuellen Daten über die Z3950-Schnittstelle noch machen. Das heißt, wir müssen die anpassen und dann den Import nach ALMA, Anlegen von Portfolios. Das kennen wir schon, wie das funktioniert grundsätzlich. Das werden wir aber dann nochmal gucken, wo da so die Pferdefüße sind, wenn man das in einem konkreten Teil mit audiovisuellen Daten macht. Das Besondere hierbei ist, dass das erste Mal ist, dass wir audiovisuelle Daten überhaupt in den Katalog reinnehmen, also katalogisieren. Und das bringt unsere Teams von Formal- und Sacherschließung in der Zentralbibliothek dann doch in etwas Aufruhr und entsprechend viel Kommunikationsbedarf. Das ist die Herausforderung, vor der wir im Moment stehen und die wir noch nicht umgesetzt haben. Aber das streben wir an. Und die Kolleginnen und Kollegen, die dann also im B3CAD katalogisieren, werden dann unsere schönen audiovisuellen Medien dort auch finden. Leider in den anderen Katalogen der anderen Konsortien halt nicht. So, es gibt einen Nebeneffekt und den streben wir durchaus an. Wir werden verstreute Publikationen vom Typ audiovisuell in anderen Angeboten der Freien Universität auf diese Weise aufspüren und ihnen einen Weg anbieten, wie sie dauerhaft sowohl sichtbar sind, wie auch bleiben, weil wir dann natürlich den Medienserver ähnlich betrachten als Repository wie DSpace und dann halt irgendwann vor dieselben Probleme stehen werden, wie wir sie in der Arbeitsgruppe Langzeitarchivierung schon mal diskutiert haben. Was schmeißen wir weg und was migrieren wir in absehbarer Zeit? Wir haben beispielsweise noch eine weitere Instanz für so audiovisuelle Medien namens VBRIC. Das ist so ein kommerzieller Anbieter, bei dem nochmal 30.000 Medien zum Teil sind, dass die identischen liegen. Der muss aus Kostengründen irgendwann aufgegeben werden. Also auch hier haben wir nochmal so einen größeren Plan. Wir haben Podcasts in diversen Podcast-Plattformen. Das ist dann ohne das Team von den Medienserver passiert. Also beispielsweise unsere Propaganda-Abteilung ist natürlich hier falsch. Nein, Information und Kommunikation, die da diverse Podcast-Reihen in eigenen Kanälen kommuniziert, die liegen dann tatsächlich in diesen kommerziellen Dingern. Wir halten das für durchaus sinnvoll, dass das wieder zurück auch in der FU kommt und dort nachgewiesen wird. Videos auf diversen Webseiten, na, das kennen Sie alles. So, jetzt hoffe ich, dass das hier funktioniert. Sieht man das? Ich sehe was? Also wir haben Netz. Wieso die SpaceFU Berlin.de? Das ist nicht gut. Netz. Gut. Refugium. Refugium.de. Sehr schön. Und dann noch irgendwie in den Vordergrund bringen. So. Ah, okay, dann hätte ich doch mit meinen Folien arbeiten müssen.
Okay, wunderbar. So, und Sie sehen, wir haben hier die neue Sammlung audiovisuelle Medien. Ja, hier auch. Ja. Und Sie sehen jetzt hier die ersten Veröffentlichungen. Ach, die ist ja nicht hier. Gut, also da sind jetzt ein paar ganz wenige, die wir schon freigegeben haben, aber wir sehen im Workflow natürlich schon die ersten, die da sind. Und ich mache jetzt mal hier die erste auf. Wunderbar. Und dann sehen Sie, also das sieht jetzt so ähnlich aus wie alle anderen Dokumente, die wir auch haben. Es gibt einen kleinen Abstract, einen Tag der Freigabe. Es gibt Leute, die da verantwortlich sind, die hier Autoren heißen, obwohl sie natürlich keine Autoren im klassischen Sinne sind. Deswegen bei den Metadaten in den Labels bei der Abgabe stehen, heißt das natürlich ein bisschen anders da, den eigentlichen Titel. Und wir haben hier dann den Link zur Ressource. Und wenn er draufklickt, wird jetzt hier die Aufnahme dieser schönen Veranstaltung, die jetzt hier publiziert wird. Das ist auch so ein schönes Nebenprodukt von uns. Kann ich hier auch wieder zurück? Ach, da oben. Das musste ich. Ach, Tücken der Technik, wenn man hier mit diesen verschiedenen Sachen rumspringt. Ja, wunderbar. Also so sieht das aus. Das Ganze ist auch ein Projekt aus der UB, Oral History. Das ist so, also in diesem Fall ist das die Öffnungsveranstaltung für eine Ausstellungseröffnung, für eine virtuelle Ausstellung, nämlich dieses Oral History Projekt, wo dann jede Menge FU-Angehöriger in diversen Positionen interviewt worden sind über die Geschichte der Freien Universität. Wir haben jetzt gerade 75-Jahr-Feier. Das ist der Grund für dieses Projekt. Da gibt es eine Transkriptionsdatei in diesem Fall, die sieht man hier auch. Es gibt ein paar weitere Links, die auf das Projekt selber hinweisen, Identifier. Und wenn ich jetzt hier irgendwie noch nach unten komme, da genau, sehen Sie auch die Schlagworte. Und wenn Sie sich über die Langanzeige, dann sehen Sie jetzt hier, wir haben hier tatsächlich noch unser bisheriges Datenmodell. Also noch nicht das schöne Berliner Datenmodell, was ich zu anderer Gelegenheit schon mal vorgestellt habe. Soweit sind wir leider noch nicht vorgedrungen, dass wir das umgearbeitet haben. Aber das basiert da drauf. Und Sie können hier die Metadaten, auch die wir erfunden haben oder neu hinzugefügt haben, für dieses Projekt sehen. So, und jetzt müsste ich wieder zurückkommen. Ja, tut mir leid, aber das sind Tücken der Technik. Bei mir auf dem Rechner ist das einfach umgesprungen. Und so. Ja. Verbesserungspotenzial. Sie haben das sicherlich schon selber gemerkt. Also unser erster Ansatz über den Antrag, Metadaten einzusammeln, die anschließend händisch ins System eingegeben werden müssen, ist suboptimal. Also hier gibt es ganz offensichtlich Verbesserungspotenzial. Eine Variante wäre, dass wir die Metadaten als Excel-Files aus den Anträgen herausziehen, zusammenfassen und skriptgesteuert dann übertragen. Das würde zumindest händische Arbeit, Copy und Paste, vermindern. Variante B wäre die Anmeldung direkt über dem DSpace, über den Workflow, der dann eigentlich den eigentlichen Anforderungen oder Angaben PDF für den Workflow des Medienservers generiert. Also das wären beides Varianten, die erfordern aber beide natürlich ein bisschen Arbeit, und zwar bei unterschiedlichen Personen, nämlich entweder bei den Kollegen des Medienservers oder bei uns. Und deswegen sind jetzt noch ein bisschen Abstimmungsprobleme oder Kapazitätsprobleme. So, das Zweite habe ich Ihnen gerade gezeigt, als ich in das Medium hereingegangen sind. Da kriegen Sie das einfach abgespielt, ohne irgendwelche Frames oder sowas ähnliches. Das ist natürlich irgendwie noch unschön und führt insbesondere bei Audios zu so einem kleinen schwarzen Balken, wo es dann entlang läuft. Das hat sicherlich auch Verbesserungspotenzial. Ob man da
irgendetwas im Streaming-Server oder ein Plugin bei uns oder sowas macht. Oder was ich heute gelernt habe von den Kollegen aus Bamberg, mit diesen neuen schicken Möglichkeiten, die diese HTML5-Programmierung auf einem DSpace 8 dann in diesem Fall bieten würde. Darüber werden wir noch ein bisschen nachdenken müssen. Auch das ist mit Arbeit verbunden und wird sich also dann von uns nicht ganz so schnell umsetzen lassen. So, und dann komme ich ganz zum Schluss. Nochmal ganz schnell so als Review. Das Problem unserer audiovisuellen Daten vom Medienserver geeignet über unser Repository nachweisen und zitierbar machen. Die Herausforderung war insbesondere jetzt noch die Katalogisierung, also vor der stehen wir noch. Und wir haben natürlich noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Das Ganze ist eine relativ Quick-and-Dirty-Lösung, ohne großen Projektplan, sondern mehr so von Schritt zu Schritt. Das bedeutet natürlich, dass man da auch vielleicht nicht so weit denkt, wie man eigentlich denken sollte. So, vielen Dank.